Lippenbehandlung sind ein ganz, ganz großes Thema und auch ein spannendes Thema. Es gibt einerseits die rote Lippe, das ist das, was wir als Lippenrot erkennen, und es gibt die weiße Lippe. Die weiße Lippe ist das, was oberhalb der Lippe liegt, was oft dann mit diesen Raucherfältchen einhergeht und wo wir oft gebeten werden, diese zu behandeln. Das sind zwei verschiedene Behandlungsmöglichkeiten. Viele Menschen kommen in meine Klinik und bitten mich, die weiße Oberlippe zu behandeln, respektive die Raucherfältchen. Das sind diese kleinen Fältchen, die vertikal die Oberlippe einkerben. Diese Fältchen kann man sehr, sehr schön mit einer modernen Hyaluronsäure behandeln. Mittlerweile gibt es sehr, sehr moderne Produkte, die die Lippe nicht aufschwellen lassen, die diese Fältchen sehr gezielt und schön behandeln. Es gibt weitere Methoden, das ist der Fraxel Laser. Der Fraxel Laser ist ein Laser, der ähnlich wie ein Peeling funktioniert. Der Fraxel Laser schießt kleinste Löcher in die Haut und bewirkt eine Heilung und eine Hautglättung, als ob man eigentlich die ganze Haut abgeschürft hätte oder abgeschliffen. Das Schöne ist, der Heilungseffekt und der Glättungseffekt ist sehr, sehr groß, während aber die Maßnahmen und die Nebenwirkungen und die Sichtbarkeit dieser Maßnahme eher gering sind. Daneben gibt es mittlerweile auch schöne Maßnahmen mit einem Faden. Man kann einen Faden von der Seite in die Oberlippe einflechten. Dieser Faden kommt aus der Chirurgie. Und wie wir wissen, werden ja in der Chirurgie Fäden verwendet, die der Körper selber wieder auflöst. Und dieser Faden löst sich nicht nur im Körper selber wieder auf, sondern produziert auch wie eine leichte Narbe, wie eine leichte Kollagenbildung unter der Haut. Und alles, was mit Narbenbildung und mit Kollagenbildung zu tun hat, bewirkt auch in irgendeiner Form eine Straffung und Glättung. Und wenn wir jetzt in der Oberlippe an diesen Raucherfältchen einen Faden einziehen, dann bewirken wir auch unter diesen Fältchen eine Kollagenbildung und damit eine Glättung der Falten. Wie funktioniert das? Zunächst wird die Oberlippe mit einer Betäubungscreme betäubt. Die muss etwa eine Viertelstunde einwirken und dann ist die Oberlippe eigentlich taub. Dann kommt der Arzt und sticht mit einer Nadel von der Seite in diesen Bereich dieser Fältchen ein, und in dieser Nadel, die dieser Arzt in die Haut einführt, ist ein Faden bereits integriert, der sich automatisch löst, sobald ich die Nadel komplett in der Haut habe. Und dann ziehe ich die Nadel zurück und der Faden ist in der Haut, unter der Haut eingebracht und kann seine Arbeit machen. Die Fäden unter der Haut lösen sich innerhalb von 2 Jahren wieder auf. Allerdings ist das gar nicht so relevant, denn wichtig ist, dass sich das Kollagen gebildet hat und dass sich die obere Haut glättet. Dieser Prozess findet eigentlich innerhalb der ersten 3 Wochen statt und dann ist der abgeschlossen. Das Auflösen der Fäden findet dann in der Folgezeit statt, befördert diesen Kollagenprozess sicher noch eine Zeit lang. Entscheidend sind aber die ersten 3 Wochen, wo diese Kollagenbildung eigentlich stattfindet. Und die Maßnahme, das Ergebnis der Fadenbehandlung, hält etwa 2 Jahre an. Die Kosten liegen pro Faden bei etwa 30 Euro. Ich brauche in der Regel 6 Fäden für die Oberlippe zum Beispiel, also kann man sich das selber ausrechnen. Um die 180, 200 € kann man sagen. Wenn wir die weiße Oberlippe verlassen und zum Lippenrot kommen, das Lippenrot ist, wie der Name schon sagt, das, was wir als rote Lippe erkennen, dann gilt es hier, viele Dinge zu beachten. Erstens, man kann keine Lippe zaubern, die man nicht hat. Das heißt, wenn Menschen kommen und mich bitten, eine Lippe zu machen wie Angelina Jolie, muss ich diesen Wunsch ablehnen, weil das nicht möglich ist, weil man mit der Anatomie nur arbeiten kann, die vorhanden ist, und weil man sonst sehr unschöne Ergebnisse erzielen würde. Die Ober- und Unterlippe muss zudem in einem harmonischen Verhältnis sein. Das heißt, die optimale Größe der Oberlippe ist 1/3 zur Größe der Unterlippe. Das gilt es bei jeder Schönheitsbehandlung zu beachten. Das heißt, die Unterlippe darf nicht außer Acht gelassen werden. Die Behandlung der Oberlippe sollte zudem immer maßvoll erfolgen. Ist sie nicht maßvoll, passiert das, was wir aus den Zeitschriften kennen. Verona Poth ist ein Beispiel, ein aktuelles, wo das ein bisschen entglitten ist. Das Volumen der Oberlippe muss immer den anatomischen Verhältnissen angepasst sein und sollte ein natürliches, schönes, harmonisches Ergebnis erzeugen. Die Lippe muss unbedingt eine herzförmige Form haben. Das heißt, das Lippenherz
muss erhalten bleiben. Das Philtrum sind diese Bändchen, die von der Nase zur Oberlippe gehen. All diese Formen müssen eigentlich bestehen bleiben. Dann ist eine Lippe schön. Das heißt, meine Aufgabe als Schönheitschirurg ist, diese Formen zu konturieren und nicht einfach Masse reinzuspritzen, sodass die Lippe dick wird. Das Problem bei der Lippe ist zudem, dass viele Patienten oder Klienten sich selbst falsch einschätzen. Viele lassen sich die Lippe behandeln, sind ganz, ganz happy damit, kommen aber nach 3 Wochen wieder und sagen, Herr Doktor, die ganze Hyaluronsäure ist wieder draußen, das Volumen ist weg, ich brauche etwas mehr. Wenn man dann als Arzt nicht auch ein wenig bremst, erzeugt man diese Schlauchbootlippen, nennen wir es so. Was passiert, wenn ich zu viel Hyaluronsäure in meiner Haut habe? Nehmen wir das Beispiel Lippen. Ich habe mir eine Schlauchbootlippe machen lassen und leide darunter. Das Gute an Hyaluronsäure ist, man kann sie wieder auflösen. Es gibt die sogenannte Hyaluronidase. Die kann ich in diesen Bereich spritzen und innerhalb von 2-3 Tagen ist die Hyaluronsäure aufgelöst und wieder verschwunden. Allerdings ist sie dann noch komplett verschwunden.